Ich habe die Geschichte meines Großvaters vor 15 Jahren rausbekommen und 10 Jahre lang recherchiert und hatte das Gefühl, dass sich da Dinge auftun, die in dieser Überbewältigung des Themas eigentlich gar nie gestreift werden, nämlich die persönliche Betroffenheit der einzelnen Menschen in diesem Land. Und ich war einer davon und darüber wollte ich etwas machen, vor allem was die Tonalität anbelangt, was ich so noch nicht aus diesem Land heraus gesehen habe. Und es ist ja eigentlich fast die Voraussetzung, finde ich, um künstlerisch tätig zu werden, eine gewisse Betroffenheit oder Befangenheit oder wie immer man das will. Also die Distanz sollte nicht allzu groß sein und jedenfalls in meiner Arbeit hilft mir Nähe sehr. Und natürlich hat mir genau die Nähe die Möglichkeit gebracht, mikroskopisch ins Detail zu gehen. Ich glaube, diesen Film kann man nicht machen, wenn man sich in der Thematik nicht auskennt. Das fängt schon damit an, dass ich ja die Idee hatte, das komödiantisch zu erzählen, jedenfalls teilweise, weil mir genau das in Realita geschehen ist. Ich bin als Enkel eines Täters eben in verschiedene Archive gegangen und habe dort Enkel von Opfern getroffen, die sind auf mich zugekommen, haben sofort Witze gemacht. Und die Tatsache, dass ich dann abends darüber nachdachte, ob ich überhaupt hätte darüber lachen dürfen, gab die Tonalität dieses Films vor. Das heißt, ich habe mir das nicht ausgedacht oder konstruiert oder gesagt, oh geil, ich mach mal lustige Sachen über dieses schwierige Thema. Das habe ich nicht ausgedacht, sondern das ist mir passiert. Und ich hatte das Gefühl, dass mir das gut tut, persönlich. Und hatte das Gefühl, vielleicht tut es auch anderen gut. Und deshalb habe ich das Thema so bearbeitet. Der Kern der Geschichte war für mich immer ein Versöhnungskern. Ich wollte auf einen Kern kommen, wo jemand, der sich sehr beschädigt hat, und aus der Täter-Ecke kommt, wie immer das jetzt generationell zu definieren ist, sich versöhnt mit einer, die aus der Opfer-Ecke kommt. Das war, als ich mich mit meiner Geschichte, meiner Familiengeschichte beschäftigt habe und als ich auf diese komödiantische Tonalität kam, war das immer ein Grund, diesen Film zu machen. Und ich habe ihn einfach, so wie Dürrenmatt sagt, ich habe einfach die dramatischste Wendung gesucht. Und das finde ich vollkommen legitim. Das ist eine Konstruktion, so wie jede Fiktion eine Konstruktion ist. Allein die Tatsache, dass der Film halt 2 Stunden dauert, ist eine Konstruktion. Das Leben dauert länger als 2 Stunden. Ich fühle mich damit wohl und ich brauchte auch den langen Anlauf, um diese lange abschüssige Bahn so auszulegen, dass man halt wirklich in Fahrt kommt als Zuschauer. Denn der Film ist eigentlich keine Komödie, sondern er arbeitet nur mit komödiantischen Mitteln, ist aber immer gedacht gewesen als ein Drama, das eben nur eine Tonalität wählt, die man mit diesem Thema nicht verbindet. Dass sich jemand, der selbst belastet ist, versucht reinzuwaschen durch seine Taten, an seinen eigenen Affekten scheitert und in einer gewissen Form erlöst wird von dem Bösen durch die Gegenseite. Und diese Konfrontation habe ich in der Geschichte gesucht und ob ich sie gefunden habe, müssen andere beurteilen.